Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Douglas Würfel Männer Adventskalender. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Douglas Männer Adventskalender ist schön. Irgendwie. Es ist schlicht, es ist männlich, es ist irgendwie so rustikaler vom Design her. Aber trotzdem haben wir halt diese Würfelform. Kostet auch 29,99 und genau, wir können hier einmal das Schleifchen öffnen. Wenn man ihn übergibt, hat er halt ein Schleifchen und wenn man das dann aufmacht, um dann die entsprechenden Sachen zu öffnen, dann sieht es ganz anders aus. Wir haben hier so ein Heftchen mit dabei, da hast du die Produkte auch noch drin mit Inhaltsstoffen, Inhaltsangaben und so weiter, also quasi Mengenangaben. Und dann kann man ihn so öffnen. Der sieht echt gut aus, ne? Also den würde ich von der Optik her auf jeden Fall ohne Bedenken meinem Freund, meinem Papa, meinem Stiefpapa, meinem allen in meinem Familienumfeld, sag ich mal, schenken. Ich weiß jetzt noch nicht, was drin ist. Das müssen wir zusammen mal evaluieren. Von hinten sieht er so aus. Das finde ich auch sehr cool vom Design, aber das sieht man ja eigentlich nicht so in der Adventszeit, weil man ihn ja offen hat. Ja, das sieht alles soweit so gut aus. Ich denke, wir werden hier ein paar Tools drin haben. Wir werden hier aber überwiegend Pflege drin haben. Und ich bin einfach sehr gespannt darauf, was für Pflege wir hier drin haben werden. Sprich, inwiefern die Männer das auch nutzen werden. Denn Männer sind ja, wie man irgendwie so weiß, recht pflegefaul. Daraus werde ich tatsächlich nichts verlosen, weil alle Produkte, die ich jetzt hier rausnehmen werde, werde ich auch tatsächlich für meinen Vater, meinen Stiefvater, meinen Schwiegerpapa in Spe, meinen Stiefschwiegerpapa in Spe und verwenden. Das heißt, ich brauche da ein bisschen was und unser Postbote, unser DHL-Bote kriegt safe dieses Jahr auch wieder einen Adventskalender von mir, weil der arme Mann hat sich doch ziemlich abgeschleppt in der letzten Zeit. Also wird sich auch demnächst noch weiter abschleppen, aber das ist eine andere Geschichte. Dann braucht er endlich mal einen Wellness-Gutschein von mir. So, dann würde ich sagen, wir starten einfach mal ganz entspannt mit der Nummer 1. Die ist hier. Ja, das ist halt so eine Sache, ne? Die Kläppchen lassen sich ziemlich blöd öffnen, was gerade dann bei starken Männerhänden etwas schwer werden könnte. Hä? Was ist das denn? Oh nein, wie geil. Ich find's geil. Okay, Leute, es ist ein Bartkamm und der ist in Form von einem Mustache. Also wirklich so. Es sieht schon geil aus. Ich weiß nicht, ob ich das sogar meinem Freund schenken würde, weil der hat auch so ein bisschen Bart, ne? Würde er das nutzen? Ich weiß es nicht. Ist es aus Metall? Finde ich ganz cool. Fraglich ist wirklich, wie ich das dann bepreisen werde. Ich gucke einfach im Internet, was sowas ungefähr kosten könnte und blende es dann mit circa Preisen ein. Es sei denn, Douglas hat es tatsächlich bei sich im Standardsortiment, was ich bei solchen Füllprodukten eher weniger glaube. Aber irgendwie blöd übrigens, dass es mit einem Füllprodukt anfängt, auch wenn das Füllprodukt ein Knaller ist, ne? So, die Nummer 2. Hier muss man aufpassen, dass man nicht dann aus Versehen die Nummer 20 aufmacht, finde ich. Weil die Zahlen, die hier drauf gedruckt sind, da muss man schon ordentlich gucken, was das ist, ne? Weil das könnte auch eine 20 sein, weil da ist so eine Kugel dazwischen. Was hat, hier, tu. Dann nehmen wir hier die Nummer 2. Okay. Also ich habe eigentlich keine zarten Finger, ne? Ich habe schon so große Hände wie mein Freund halt auch. Aber ich glaube, wenn hier Männerhände den Adventskalender aufmachen, danach ist er nicht mehr so schön. Das ist ein Bartöl von Douglas und das ist auch erfreulicherweise die neue Douglas-Logo-Marke-Gedöns, wie auch immer. 10 Milliliter sind hier enthalten. Ja, können Männer mit Bart auf jeden Fall gebrauchen. Für Männer ohne Bart war das jetzt schon mal ein blöder Start. Und das hat sich voll gereimt, Leute. Könnt ihr mir dafür einen Daumen nach oben geben, dass ich hier so diese Reime raushaue? Manchmal bin ich hier auch so ein kleines Reimemonster. Ich weiß nicht, was dann über mich kommt, aber es kommt dann einfach. Und dann kommt es raus und dann läuft das. Okay, dann machen wir hier mal die Nummer 3 auf. Oh, übrigens, dieser Adventskalender ist gefühlt ein bisschen schwerer als die Frauen-Adventskalender, die ich eben aufgemacht habe. Ja, das ist auch praktisch. Nagelklipser, ne? Geil. Ließ sich jetzt relativ blöd rausnehmen. Da steht einfach auch Douglas drauf. Also richtig geil. Ich weiß, dass mein Freund die ständig verliert. Ich weiß auch, dass mein Freund die ständig unter der Dusche liegen lässt und die dann leider kaputt gehen. Ne? Wasser, Rost, Korrosion. Ja, der wird sich darüber freuen. Den packe ich ihm in den Adventskalender. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare Ideen für einen Adventskalender für einen Mann. Ich habe schon einiges für meinen Freund zusammen gekauft. Ich darf dieses Jahr kein Lego reinmachen.
Das wird ganz schön tricky und er wird wahrscheinlich auch kein Beauty reinmachen dürfen. Also das wird eine sehr, sehr harte Challenge für uns. Vor allem unsere Adventskalender starten am 17.11. und gehen bis zum 24.12. Die sind nämlich ein bisschen länger, weil wir von unserem Jahrestag ausgehen. Ne? Das ist schon krass. Das ist eine kleine Challenge, aber ich habe schon einiges besorgt und das kommt auf jeden Fall mit rein. Ja, ich kann im Prinzip die ersten drei Kläppchen schon bei ihm mit reinpacken, ne? Theoretisch schon. Ein geiler Adventskalender. Warum mache ich den eigentlich auf? Warum verschenke ich den nicht einfach so? Keine Ahnung. Die Nummer 4 ist hier oben. Und praktisch, die Männer haben das hier wirklich alle zusammen. Die mussten gar nicht so viel suchen. Wir Frauen, wir müssen suchen und suchen. Bis zum geht nicht mehr. Wie soll ich das denn rauskriegen? Guck mal, so ein kleines Kläppchen und so ein großes Produkt, das passt da gar nicht rein. Egal, aber das ist ein sinnvolles Produkt. Und zwar ist es ein kleiner Bimsstein. Ja. Das ist sinnvoll, Leute. Da will ich, also, ne? Finde ich richtig gut. So, 5. 5. Wow, guck mal, wie groß die 6 ist, ne? Da freue ich mich jetzt schon drauf. Okay, auch die Männer dürfen baden. Spirit of Asia, das ist von Douglas Home Spa ein Badefizzer, eine Badebombe. Das packst du halt so in die Badewanne rein. Das kann ich meinem Freund nicht geben, wir haben keine Badewanne. Riecht sehr angenehm. So ein bisschen noch Eukalyptus, kräuterig, wie auch immer. Passend auf jeden Fall zur Adventszeit. Schön. So. War das schon die 5? Yay. Ich darf die Nummer 6 aufmachen. Nikolaus, die ist schön groß. Okay. Ich dachte, hier kommt weiß Gott was raus. Aber nein. Nein, nein, nein. Es ist eine Maske. Und zwar die Aftershave Mask mit Aloe Vera, die beruhigen soll und Feuchtigkeit spenden soll. Das ist halt extra eine Männermaske. Das finde ich cool. Das wird in den Adventskalender von meinem Stiefpapa reinkommen, weil der auch gerne Masken verwendet. Da habe ich den ein bisschen angefixt, um das mal so zu sagen. Und ja, das finde ich cool. Ne? Eine Maske für die Männer. Ja, auch die Männer brauchen sowas. So ein Riesenkläppchen dafür, da denkst du dir auch, Wunder, was da drin ist. Und dann kommt da eine Maske raus. Ja gut, die Nummer 7 haben wir hier an der Seite. Ach guck, auch die Männer dürfen reisen. Haben wir Frauen auch im Adventskalender. Das ist so ein Reisevieh. Wir Frauen haben das aber mit einer rosa Kappe in einem anderen Frauen-Adventskalender, sage ich mal, drin. Ist ganz nett, ne? Weil du hast ja auch dieses Motto Driving Home for Christmas ein bisschen auch im Kopf für die Weihnachtszeit. Also, dass man quasi zu den Verwandten nach Hause fährt und dann füllt man sich sein Lieblingsduschgel halt darin ab, weil man ja im Adventskalender leider noch kein Duschgel drin hatte, was man mitnehmen könnte. Ne? Dementsprechend ist es schon ganz gut. Ja, ist okay, ne? Unter dem Aspekt ist es okay. Ich weiß aber, dass sich viele darüber aufregen werden, dass da so eine Flasche drin ist. Gut bei dieser Flasche ist halt, und das muss man ihr zugute halten, sie hat hier so ein Rausdrückvieh. Ne? Also das ist halt mit einem Klappverschluss, das ist positiv. Hättet ihr jetzt einen Schraubverschluss, wäre das so, hm. Also von daher ist okay als Füllprodukt. So, die Nummer 8. Aber wir haben ganz schön viele Füllprodukte hier drin, nur um das mal so zu sagen. Da ist ein Engel drüber und dieser Engel hat einen Mustache. Ist das nicht süß? Ich finde es total süß. Ja, geil! Das finde ich gut. Das ist ein praktisches Produkt, was sie theoretisch in das Ding abfüllen können, was sie einen Tag vorher drin hatten. Egal. 2-in-1 Hydro Body and Hair Schauergel mit Bambusextrakt und Seesalz. Das sind 30 ml. Guck an, ne? Also, das ist doch praktisch. Riecht auch angenehm hier raus. Also schön maskulin. Ja. Die Nummer 9 haben wir hier und die ist sehr klein. Nein, die ist sehr groß. Die geht hier noch weiter. Ich dachte, die wären so wie dieses Orange hier. Die gönnen sich auch, ne? Leck mich fett. Hatte ich tatsächlich im Frauen-Adventskalender drauf gehofft und die Männer haben es drin? Unfassbar. Und das einfach mal in der 9? Boah. Eine 24-Stunden Hydro Face Cream mit Bambusextrakt und Aquakaktus. Wasserkaktus? Okay. Quick and easy, enjoy your life. Und das sind, es ist eine Full Size. Wie frech. 50 ml sind hier drin. Tatsache. Ist hier einfach mal eine Full Size für den Mann mit drin. Einfach mal so, in der 9. Finde ich frech. Also geil, ne? Für den Adventskalender ist es geil. Aber warum kriegen die Männer sowas und wir Frauen nicht? Hm? Frech. So, dann gehen wir mal in den zweistelligen Bereich. Der befindet sich hier. Also Frauen-Adventskalender im gleichpreisigen Bereich, sage ich mal, ne? Ein Deo. Und hier ist irgendwas rausgerutscht. Das ist wahrscheinlich aus der 17.
weiß, was es ist. Ich schieb's mal wieder hoch. Ja, egal, geht nicht so gut. Ich leg's mal zur Seite. Wir haben nichts gesehen. So ein Deo ist auch nie weg, ne? Auch wieder mit Bambusextrakt und Aloe Vera, 50 Milliliter. Leute von heute, das ist praktisch. Die Männer haben geile Sachen drin, auch von der neuen Douglas-Kollektion. Schön, also ein toller Adventskalender, wenn der Mann Bartträger ist, ne? Ansonsten hast du anfangs ein bisschen eine kleine Durststrecke, aber sonst ist es cool. So, die Nummer 11 ist hier und auch das ist wieder schön groß. Ja, das haben die echt blöd aufgeteilt, ne? Die haben so viel Füllkacke jetzt am Anfang drin gehabt und jetzt zum Ende hin kommen die ganzen Tuben oder zur Mitte hin. Eine 2-in-1 Hydro Energy Face Gel Geschichte mit Bambusextrakt und Wasserkaktus wieder. Das sind 25 Milliliter und ich denke, sowas ist halt so eine Art Serum für den Mann. Weiß ich nicht. Face Gel, hätte ich jetzt so irgendwie gedacht. Also morgens und abends nach dem Rasieren oder nach dem Waschen. Deswegen, ne? Das ist halt so ein cooles Produkt, so ein Serumprodukt. Und hier haben wir, also ich habe jetzt einfach vor mir diese vier Produkte, die ich jetzt in den letzten vier Kläppchen drin hatte, die alle im gleichen Design sind, was mega schön ist. Gut so. Die Nummer 12. Bin ich neidisch auf den Männer-Adventskalender? Ein kleines bisschen. Aber dafür haben wir Frauen einfach auch die viel größere Auswahl. Deswegen beschwere ich mich nicht. Für die Männer darf gerne auch so Kracher-Kram mit dabei sein, oder? Beard Moustache Soap. Wie geil! Das ist eine Bartseife oder ja, ne, also für Schnurrbart und für Vollbart. Und das macht man sich doch normalerweise mit so einem Pinsel und dann kann man sich das drauf machen und dann rasiert man sich. Finde ich voll geil. Ich weiß nicht, wie viel da drin ist. 20 Gramm. Riecht jetzt so nichts raus, aber man fühlt hier schon, dass so Bobbles da drauf sind. Und da kannst du dann wahrscheinlich mit diesem Rasurpinsel, der hoffentlich hier auch drin ist, so geil drüber fahren. Das ist schon cool. Und auch wieder in diesem grauen Design. Also, wir haben einen Run. War das die 12? Ja, gute Nummer 12. Dann gehen wir jetzt mal zu der Nummer 13. Ich hatte sie schon verloren. Das ist eine große Tube wieder. Ja, auch die Männer brauchen Handcreme. Das ist mit Bergamotte und Seesalz-Mineralien. Sea Thalasso Enjoy the Power of the Sea. Von Douglas Home Spa. Das ist so ein aquatischer Duft. 30 Milliliter sind hier enthalten. Und die Handcreme riecht wirklich auch so aquatisch. Sehr, sehr angenehm. Und auch für einen Mann wirklich, also da wird er sich freuen, ne? Wenn er sich nicht freut, dann beschwere ich mich aber. Die 14 haben wir hier. Das ist ein Cognac-Schwamm. Sowas hat Douglas auch bei sich im Sortiment. Den lässt du so 3 bis 5 Minuten vorher in lauwarmem Wasser einweichen. Dann wird er auch schön fluffig und das ist aus der Cognac-Wurzel vom Cognac-Baum. Das ist ein Naturprodukt. Hatten wir nämlich auch schon in einem Frauen-Adventskalender drin. Ja, und damit kannst du dein Gesicht schön reinigen. Ob du da jetzt einen entsprechend weiteren Reiniger mit drauf machst oder ob du das einfach so verwendest, ist dir selbst überlassen. Aber das ist eine schöne, natürliche Geschichte. Schon cool. 15. Haben die Männer auch eine Nagelfeile? Haha, ich würde es feiern. Natürlich, denn auch Männer brauchen gepflegte Finger. Ne? Safe. Nagelfeile. Muss sein. Ich glaube, ein Adventskalender ohne Nagelfeile ist auch einfach traurig, oder? Ja. Gut, das war die 15. Dann gehen wir jetzt mal zu der Nummer 16. Die ist hier unter dieser Weihnachtskugel. Ja, die Männer dürfen zweimal baden. Sea Thalasso, ne, Bathfutter, auch der passt wirklich vom Duft wieder. Hatten wir ja eben schon als Handcreme. Und das riecht wirklich angenehm. Das stimmt. Also ich könnte wirklich mittlerweile auch so einen Bathfutter-Adventskalender machen. Ne? Das wäre aber, glaube ich, ein bisschen krass. So, die Nummer 17 ist ja hier oben, aber ich vermute ja, dass sie leer ist. Genau, denn ich habe eben schon diesen wundervollen Kamm in der Nummer 10 gefunden. Genau, das ist halt ein Kamm für Haare, für Bart. Ich weiß noch, mein Papa hat damals ständig solche Kämme verwendet. Müsste ich ihm eigentlich aus Spaß auch in seinen Adventskalender reinpacken, weil ich mich damals immer tierisch geschämt habe. Denn egal, wo wir waren, Papa war ständig im Haarecamp. Und ich habe mir gedacht, ey, komm, da liegt jetzt eine Haarsträhne falsch. Und mittlerweile denke ich mir, wo ist der nächste Spiegel? Ich muss gucken, ob meine Mascara abgestempelt hat, ne? Ja, so kommt das wieder. Das ist so. Man wird, im Alter wird man echt eitel. Ich kann ihn mittlerweile verstehen. Also ja, ne, es ist eine ganz coole Sache. Ich weiß jetzt nicht, dass sie es, glaube ich, für Scheitel ziehen. Das finde ich auch ganz praktisch. Das ist halt extra so ein
Haken ist, also ich glaube, das kriegt echt Papa. Der wird lachen, der wird es aber auch verstehen. Denn mein Papa hat Gott sei Dank Humor. Den braucht man auch mit mir als seiner Tochter. Die Nummer 18 haben wir hier. Das tut mir jetzt leid für die Männer. Das muss ich wirklich sagen, das tut mir mega leid. Ist das jetzt schon... Ja, das ist die zweite Handcreme. Es tut mir leid, Leute. Return your inner balance, Spirit of Asia. Ja gut, das ist jetzt die passende Handcreme zu dem ersten Badefizzer wieder. Ne? Das ist ja ganz nice. Aber man braucht keine zwei Handcremes in einem Adventskalender. Ne? Das braucht man nicht. Koriander und grüner Tee ist alles ganz nett. Ja, auch hier haben wir wieder 30 Milliliter drin, also auch wieder sehr kräuterig. Aber nicht zwei Handcremes in einen Adventskalender packen, liebe Adventskalenderpacker. Nein. So, es sei denn, du machst einen Handcreme-Adventskalender. Da kannst du das reinmachen, aber da musst du es auch vorne dran schreiben. Gut, dann machen wir jetzt nochmal die Nummer 19 auf. Die befindet sich hier. Das ist so ein rundes Ding. Das ist bestimmt auch so eine Crememaske. Ja. Das finde ich ja cool. Douglas Hydrating, denn die haben jetzt endlich mal die Hydrating-Maske mit 12 Millilitern, also die Feuchtigkeitsmaske, aber von dem neuen Douglas-Sortiment. Wir Frauen wurden ja mit dem alten Douglas-Sortiment echt intensiv abgespeist und die Männer haben hier alles aus dem neuen Douglas-Sortiment. Jedes einzelne Produkt bislang. Hey! Was soll das? Die werden echt bevorzugt. Ich finde es nett, weil wie gesagt, Männer haben nicht so die Auswahl, bla bla. Aber frech. So, 21. Dann wird man neidisch. Ne, 20 erst. Hier. Boah, haben die eine Schere. Das sieht aus wie eine Schere. Geil. Das ist Füllmaterial, was ich geil finde. Das kann man nicht anders sagen. Die haben ja einfach... Die ist Billo, ne? Also die fühlt sich wirklich Billo an. Damit würde ich jetzt nicht meine... Fußnägel schneiden. Das kannst du vielleicht so als Bartschere verwenden oder so, weil die fühlt sich jetzt echt wirklich nicht so hochwertig an, weil die sehr, sehr leicht ist. Ich denke, die wird auch schnell verbiegen, ne? Ja, die ist auch sehr schwergängig. Also für mal eben so die Barthaare trimmen oder die Augenbrauen trimmen, was da gerade so anfällt, ist es okay. Aber, ja, aber, ne? Die haben echt geile Füllprodukte. Ich hätte auch gerne einen Nagelclipser gehabt und ich hätte auch gerne eine schlechte Nagelschere gehabt. Ich hätte auch gerne einen Kamm gehabt. Aber wir haben Nagelfeile. Gut, die haben auch eine Nagelfeile. Wir haben Invisibobbles. So. Nein, wir haben nicht Invisibobbles, wir haben Telefonkabel-Haargummis. So, die Nummer 21. Also no shade gegen Invisibobble. Ich liebe die Marke Invisibobble und ich trage auch nur Invisibobbles, ne? Aber es wird in Adventskalendern echt immer so viel damit um sich geschmissen, dass es einem irgendwann, also gerade so zum Ende des Jahres, echt zum Hals heraushängt, ne? Hier haben wir die 21 und was haben die drin? Eine Pinzette. Und die Männer haben sogar um ihre Pinzette noch ein kleines Mini-Etui. So, das hatten wir nicht. Bin schon wieder neidisch. Ernsthaft. Ne? Ist geil. Ich meine, wir Frauen haben auch eine Pinzette bekommen. Unsere war rosa, aber unsere war kleiner. Dafür war unsere spitzer. Ist jetzt hier kein Männer gegen Frauenfeind, bitte, ne? Okay. Die Nummer 22. Die letzte Schnapszahl. Oh ja, das ist gut, wenn es das ist, was es ist. Was ich denke, was es ist. Und wenn ich das irgendwann mal rauskriege. Das ist ein Parfümzerstäuber. Das muss ich mir gleich nochmal eben kurz angucken. Weil das fände ich toll. Mein Freund hat mir mal nämlich gemopst für seinen Modellbau. Mhm. Ja, das ist ein Parfümzerstäuber, Leute. Das ist mega geil. Da kann man als Frau... Als Mann natürlich auch. Einen Toner reinmachen, man kann da Ampullen reinfüllen zum Beispiel, um die übers Gesicht zerstäuben zu lassen. Man kann da natürlich auch Parfüm reinmachen, ne? Wenn man halt auf Reisen ist und nicht unbedingt den teuren 150-Euro-Flakon mitnehmen möchte, der zerspringen könnte oder kaputt gehen könnte, kannst du hier reinfüllen. Aber ja, finde ich gut, dass die Männer das drin haben, denn das ist mitunter das beste Füllprodukt, was es gibt. Meine Meinung. Aber sieht auch nicht jeder so. Gut, schöne Nummer 22. Wir gehen weiter zu dem vorletzten Kläppchen, zu der Nummer 23. Das ist hier an der Seite. Mein Kalender ist echt ganz schön zerstört. Es tut mir schon ein bisschen leid. Es dürfte ja auch wieder eins von den neuen Pflegeprodukten sein. Active Eye Cream. Scheiß die Wand an. Bambusextrakt und Eiseryl. Sagt mir gar nichts. 20 Milliliter.
Das wird teuer sein. Also das ist mal ein hochwertiges Produkt, oder? Also Augencremes sind doch immer so super teuer. Deswegen denke ich gerade, dass es so teuer ist. Das ist jetzt gerade der Qualitätsvermutungseffekt von meiner Seite. Aber ich finde es voll geil, dass die Männer das komplette Douglas-Sortiment hier einfach mal bekommen. So abwechslungsreich und sinnvolle Produkte. Sachen, die die höchstwahrscheinlich auch verwenden, ne? So, und jetzt bin ich gespannt auf die 24. Die haben nicht wie wir ein Teelicht drin. Nee, das ist eine Tube. Wobei ich das Teelicht gut fand, ne? Das immer. Die haben das drin, was ich bei den Frauen vermisst hätte. Das ist natürlich Unisex, aber das ist eine Moisturizing Gel Cream Swiss Glacier Water and Prickly Pear für feuchtigkeitsarme Haut mit 20 Millilitern. Und dieses Douglas Clear, nein, Aquafocus Gedöns oder so, ist glaube ich auch mega teuer. Die Männer haben geile Produkte drin, Leute. Was ist das denn? Ist das ungerecht? Nein, es ist nicht ungerecht. Ich finde das mega cool, wie gut dieser Adventskalender ist. Also, Leute, man kann den ruhigen Gewissens kaufen. Und ich denke, jedermann, na, sei denn die Extrempflegemuffel, die jetzt nicht so, aber jedermann wird sich darüber irgendwie freuen, weil das ist halt so ein bisschen geil. Übrigens ist das einzige Produkt, was aus dem alten Douglas-Sortiment ist und das in der 24. Nur mal eben kurz, nur so nebenbei. Alle anderen Produkte sind aus dem neuen Douglas-Sortiment. Die sind gut durchdacht, die sind schön bunt gemixt. Also, finde ich klasse. Wirklich, jetzt ohne Witz jetzt, ne? Also, ich freue mich drauf, dass ich viele Produkte davon auch weitergeben kann bei mir im Familienkreis. Entschuldigung. Oder eben zu meinem Freund oder so, was ja auch Familie ist, ne? Egal, aber richtig geile Produkte. Ich habe euch eingeblendet, was der Wert ist und so weiter. Und ich, ne, würde jetzt einfach mal aus dem Herzen, aus dem Bauch heraus sagen, der lohnt sich 29,99 für die Produkte auf jeden Fall. Wie gesagt, bei den Füllprodukten muss ich immer so ein bisschen gucken, was die so wert sein könnten. Ich gucke dann auch immer so ein bisschen, wenn zum Beispiel das von der Marke kommt, die auch so Pflegeprodukte führen, dass ich das dann auch so vergleiche mit dem, was Douglas so hat, ne? Dass man einfach guckt, wie das Preisgefüge ist und so, um das halt relativ ähnlich zu haben. Ihr Lieben, das war's jetzt und ich kann euch echt ans Herz legen, den für einen Mann in eurem Herzensumfeld zu organisieren, denn geiles Kram, echt. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Adventskalender. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!